In diesem Video, da warne ich Sie vor brandgefährlichen Frauen. Ich warne Sie vor weiblichem Narzissmus. Woran können Sie Frauen erkennen, die Sie ausnutzen und manipulieren, die Sie belügen oder zum Narren halten? Es gibt winzige Warnsignale, die müssen Sie unbedingt kennen. Dann können Sie rechtzeitig die Kurve kriegen und sich gegen narzisstische Frauen wehren. Mein Name ist Martin Wehle. Ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge, die Sie jeden Tag Ihres Jahres mit Tipps und Inspirationen versorgt. Und ich bin Autor des Spiegel-Bestsellers »Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst«. Das sollten Sie unbedingt lesen, weil das Buch auch gegen Narzissten und Narzisstinnen schützt. Und vielleicht mögen Sie es sich als Geschenk wünschen oder Sie schenken es selbst einem anderen. Sie tun damit etwas Gutes. Und nun könnten Sie sich fragen, ist Narzissmus nicht einfach Narzissmus? Ist es überhaupt möglich, zwischen männlichem und weiblichem Narzissmus zu unterscheiden? Ja, da gibt es tatsächlich einen Unterschied, wie Sie gleich hören werden. Ich beginne mit narzisstischen Müttern und ich komme dann auf narzisstische Freundinnen und Partnerinnen zu sprechen. Und am Ende dieses Videos, da verrate ich Ihnen ein 3-Schritte-Programm, mit dem Sie es effektiv schaffen, sich gegen narzisstische Frauen zur Wehr zu setzen und sich abzugrenzen. Eine narzisstische Mutter, die erkennen Sie daran, dass sie sich nicht in erster Linie um das Wohl ihres Kindes kümmert wie andere Mütter, sondern sie kümmert sich um ihre eigenen Bedürfnisse. Wenn das Kind zu schreien beginnt, während die Narzisstin telefoniert, ist ihr erster Gedanke nicht, was fehlt dem Kind, was kann ich für es tun, sondern sie denkt, muss das Balg mich jetzt bei meinem Telefonat stören? Gut möglich, dass sie mit dem Kind schimpft und dass sie den Raum wechselt. Für das hilflose Kind, da ist es eine ganz fürchterliche Erfahrung. Seine Bedürfnisse, die werden von der Mutter nicht nur überhört und als Störung gesehen, sondern sie werden geradezu verdammt. Als Erwachsene, da tun sich solche Kinder unendlich schwer damit, ihre Bedürfnisse auszudrücken und auch mal Nein zu anderen zu sagen. Denn immer, wenn sie das gegenüber ihrer narzisstischen Mutter taten, dann gab es eins auf die Mütze. Zudem nehmen narzisstische Mütter ihre Kinder, besonders ihre Töchter, oft als Konkurrenz wahr. Wenn der Mann sich beispielsweise viel mit der Tochter beschäftigt, wenn er sie auf den Arm nimmt oder mit ihr spielt, dann kann es passieren, dass die narzisstische Mutter dieses Schauspiel nicht lächelnd verfolgt und dass sie in ihrem Mann eben keinen guten Vater sieht. Nein, dann sieht sie jede Minute, die der Vater seiner Tochter widmet, eine Minute, die ihr geklaut wird. In jeder Zärtlichkeit, die der Vater der Tochter schenkt, eine Zärtlichkeit, die ihr geklaut wird. Und in jedem Lob, das der Vater seiner Tochter spendet, ein Lob, das ihr geklaut wird. Doch offen wird die narzisstische Mutter ihre Gefühle nicht einräumen. Vielmehr bestraft sie das Kind auf heimliche Weise, indem sie es herabwürdigt, verunsichert oder vom Vater entfremdet. Dieser emotionale Missbrauch, der findet heimlich statt. Und dennoch schätzen es narzisstische Mütter, wenn ihre Kinder erfolgreich sind, zum Beispiel in der Schule oder beim Sport. Diese Lorbeeren, die stecken sie sich dann an den eigenen Hut, als wäre eine 1, die das Kind in der Schule schreibt, eine Note 1 für gute mütterliche Erziehung. Das Kind lernt also, dass es nicht seiner Selbstwillen anerkannt wird, sondern nur für seine Leistung. Laut Erich Fromm besteht Mutterliebe aus dem exakten Gegenteil, einer Anerkennung, die dem Menschen an sich gilt und nichts damit zu tun hat, ob er gerade viel oder wenig leistet. Am Ende stelle ich Ihnen mein 3-Schritte-Programm vor, mit dem Sie narzisstische Frauen wirksam in ihre Grenzen verweisen können. Zunächst die Frage, woran genau können Sie erkennen, dass Ihre Partnerin oder eine Freundin oder eine Arbeitskollegin narzisstisch veranlagt ist? Narzisstinnen, sie sind mehr noch auf Äußerlichkeiten fixiert als narzisstische Männer. Sie wollen herausstechen aus jeder Gruppe, sie kleiden sich gern ungewöhnlich und auch aufreizend. Aufs Schminken, da legen die meisten Narzisstinnen allergrößten Wert, also nie würden sie vor die Türe gehen, ohne sich vorher ausführlich anzumalen. Sie tragen mit Vorliebe Schmuck, je teurer, desto besser. Und wenn sie über genug Geld verfügen, dann kann der Wert ihrer Handtasche schon mal an den eines Kleinwagens heranreichen. Wobei das einen flotten Sportwagen, vielleicht mit offenem Verdeck, nicht ausschließt. Narzisstinnen, die lieben es, wenn sie Komplimente bekommen, aber anders als männliche Narzissten fischen sie nach diesen Komplimenten oft, indem sie Bescheidenheit vorspielen.
Zum Beispiel sagt eine solche Frau zu Ihnen, dass sie vor 5 Jahren noch viel besser ausgesehen habe. Und natürlich erwartet sie, dass Sie nun massiv widersprechen und ihr sagen, dass sie immer noch und gerade jetzt die Schönste im ganzen Land sei. Oder die Narzisstin sagt, dass sie wohl nicht das Zeug fürs Top-Management habe. Und sie erwartet natürlich, dass Sie ihr antworten, auf jeden Fall hast du das Zeug für einen Aufstieg bis in die Geschäftsleitung. Das ist eine sehr raffinierte Form des Prahnens, dass die Narzisstin sich nicht selbst lobt, sondern dass sie andere durch Manipulation dazu bringt, das hohe Lied auf sie selbst zu singen. Nun werden Sie sich fragen, sind die Selbstzweifel der Narzisstin denn wirklich gespielt? Sicher nicht, denn warum will eine narzisstische Frau immerfort Komplimente hören? Warum neigt sich zwanghaft dazu, sich mit teurer Designerkleidung oder kostbaren Accessoires in Szene zu setzen? Und warum fängt sie oft schon in jüngeren Jahren damit an, dass sie ihre Lippen spritzen und ihre Falten einebnen lässt, ihre Brust vergrößern und ihre Nase verkleinern? Das alles sind Zeichen für eine tief sitzende Unsicherheit. Sie hat das Gefühl, so wie ich bin, bin ich nicht gut genug, nicht schön genug, nicht erfolgreich genug, nicht reich genug. Und um diese Unsicherheit zu überspielen, da schlüpft die Narzisstin in die Rolle einer selbstbewussten Erfolgsfrau. Sie will unbedingt als attraktiv und begehrenswert wahrgenommen werden. Ihre vermeintliche Schönheit, die trägt sie vor sich her. Ihren vermeintlichen Erfolg, den lässt sie bei jeder Gelegenheit aufblitzen, ebenso ihren vermeintlichen Reichtum. Doch all das, was ihre Sicherheit spiegeln soll, spiegelt in Wahrheit ihre Unsicherheit. Mein 3-Schritte-Programm, das wird Ihnen gleich zeigen, wie Sie perfekt auf diese Schaumschlägerei reagieren. In einer Partnerschaft, da erkennen Sie eine Narzisstin daran, dass Sie von ihr pausenlos emotional manipuliert werden. Narzisstinnen, die verstehen es meisterhaft, sich die Zuneigung und auch die Liebe eines anderen Menschen im wahrsten Sinne zu erschleichen. Zum Beispiel kann es passieren, dass eine Narzisstin Ihnen schon beim Kennenlernen scheinbar anvertraut, was sie auf dem Herzen hat. Sie erzählt, dass sie in ihrer letzten Beziehung von einem hundsgemeinen Mann ausgenutzt wurde, womöglich auch noch finanziell betrogen wurde. Und schon springt Ihnen der Impuls an, diese arme, diese hilflose Frau vor der bösen Welt zu retten. Sie schlüpfen ins Superman-Kostüm und halten ihre schützenden Hände über diese scheinbar so zerbrechliche und gebeutelte Frau. Und schon hat sie etwas erreicht, was sie erreichen wollte. Sie ist nicht mehr eine Frau wie jede andere, sondern sie ist etwas ganz Besonderes. Sie fühlt sich beschenkt durch ihr vermeintliches Vertrauen und als Gegenleistung sind sie bereit, alles zu tun, damit das Herz dieser traurigen Frau wieder lachen kann. Nur dass ihr Herz gar nicht traurig, sondern nur gierig nach Anerkennung jeder Art ist. Sie hat die Opferrolle mit Kalkül eingenommen, um sie leichter um den Finger zu wickeln und Privilegien für sich selbst herauszuschlagen. Mit meinem 3-Schritte-Programm am Ende, da können Sie dies wirkungsvoll verhindern. Eine Narzisstin, die ist sehr geübt darin, Dramen auf der Bühne des Lebens aufzuführen. Denn immer, wenn im Leben ein Drama abläuft, dann zieht sie die Blicke anderer Menschen auf sich und dann darf sie natürlich am Ende ihrer Aufführung auf Applaus hoffen. Zum Beispiel kann es mit der genannten Narzisstin passieren, dass sie ihnen schon früh das Signal sendet, dass sie von ihnen berührt und geküsst werden will. Zum Beispiel schaut sie ihnen ganz, ganz tief in die Augen, dreht ihnen die Lippen zu und schließt ihre Augen dann. Aber wehe, sie küssen die Narzisstin jetzt, dann kann es passieren, dass sie von ihr weggestoßen werden, dass sie aufspringt und irgendwo hinaus in die Nacht stürmt. Und sie laufen ihr natürlich sofort hinterher, und zwar mit einem ganz schlechten Gewissen, weil sie davon ausgehen, ihr Kuss sei unsensibel gewesen. Genau darauf hat die Narzisstin aber spekuliert. Jetzt stehen sie noch tiefer in ihre Schuld und jetzt müssen sie sich so richtig anstrengen, so richtig ins Zeug legen, um nochmal eine Chance bei ihr zu bekommen. Wie wäre es mit einem kostbaren Schmuckstück als Geschenk oder einem riesigen Blumenstrauß oder mit einem Versöhnungsessen in einem 3-Sterne-Lokal? Zumindest erwartet sie Unterwürfigkeit. Es passiert, ohne dass sie es wirklich bemerken. Die Narzisstin, die bringt sie dazu, sich in ihrer Schuld zu fühlen. Pausenlos sind sie dabei, ihre eigenen vermeintlichen Fehler wieder auszuwetzen, um das Herz der Narzisstin doch noch zu gewinnen,
oder dauerhaft an sich zu binden. Und nach rutschen sie immer mehr und mehr in die Rolle des Schwächeren ab. Die Narzisstin, die wird zur Königin, um die sich alles dreht, und ihre eigenen Bedürfnisse, die spielen überhaupt keine Rolle mehr, denn bei dieser Aufführung, da sind sie nur ein Diener, aber sie, die Narzisstin, die spielt die Hauptrolle. Ob wird die Narzisstin sie in ein Gefühlschaos stürzen, einen ständigen Wechsel aus Nähe und Distanz, aus Himmel und Hölle. Mal bezeichnet die Narzisstin sie als ihren Traummann, sie stellt ihnen eine Heirat und ein halbes Dutzend gemeinsamer Kinder in Aussicht. Doch im nächsten Moment geht sie wieder auf größere Distanz. Zum Beispiel erklärt sie ihnen, dass es für eine gemeinsame Wohnung noch zu früh sei. Sie habe ihnen ja erzählt, was alles in ihrer letzten Beziehung schiefgelaufen sei. Und aufgrund dieser traumatischen Erfahrung, da könne sie erstmal niemanden wirklich dicht an sich heranlassen. Und sie, ihr persönlicher Leibwächter, sie müssen angesichts dieser Ausgangslage natürlich volles Verständnis für ihre Entscheidung, ja für ziemlich alles aufbringen. Und nicht nur das, gut möglich, dass sie sich noch mehr ins Zeug legen, noch mehr zum Diener werden, um die Gnade der Narzisstin doch noch zu erlangen. In Wirklichkeit haben Narzisstinnen ganz andere Gründe, warum sie nahe Menschen gern auf relativem Abstand halten. Zum einen haben sie das Gefühl, aus der Nähe leichter durchschaut zu werden. Denn wenn sie ihr tägliches Leben mit einem Menschen teilen, dann lässt sich die Fassade der ewig schönen Erfolgsfrau kaum noch aufrechterhalten. Und zum anderen lieben es Narzisstinnen, wenn sie bei der Liebe mehrere Eisen im Feuer haben. Gut möglich, dass die Narzisstin sich nebenbei auch noch mit anderen Männern trifft, mit anderen Männern vergnügt und mehrere Beziehungen zur gleichen Zeit führt. Keiner dieser Männer kommt dicht genug an sie ran, um sich ihrer wirklich sicher zu sein. Also kämpfen alle Männer um ihre Gunst, überschütten sie mit Komplimenten. Die Narzisstin, die bekommt genau das, was sie haben möchte, ohne es ausdrücklich zu fordern. Scheinbar liefern ihr andere freiwillig ihre Hilfe, ihre Unterstützung, ihre Zuneigung. Aber in Wirklichkeit hält sie durch ihre psychologische Manipulation eben doch die Fernsteuerung in der Hand. Dieses subtile Vorgehen, das ist bei männlichen Narzissten deutlich seltener. Sie stellen eher offene Forderungen und damit schüchtern sie ihre Opfer ein. Wer eingeschüchtert wird, der nimmt immerhin eine Gefahr wahr und er kann sich auch gegen diese Gefahr wappnen. Der weibliche Narzissmus aber, der legt seine Schlinge unbemerkt um einen Hals. Und immer wieder habe ich es in den letzten Jahren in meinen Beratungen mit Männern zu tun gehabt, die vor den Trümmern ihres Lebens standen, weil sie einer Narzisstin aufgesessen sind. Ich kann mich an einen leitenden Angestellten erinnern aus einem großen Konzern, der musste eine Privatinsolvenz anmelden und das, obwohl er gutes Geld verdient hat. Aber seine Frau, die hatte ihn dazu manipuliert, über seine Verhältnisse zu leben. Das Haus, das musste riesengroß sein, mindestens 300 Quadratmeter, aber eben natürlich nicht, weil die Frau ihn ausbeuten wollte, nein. Angeblich litt sie unter einer Klaustrophobie, die sich nur durch sehr große und sehr hohe Räume beruhigen ließ. Der Swimmingpool, den sie dann unbedingt im Garten brauchte, der war sozusagen von ihrem Arzt gegen eine aufkommende Gleichgewichtsstörung verschrieben worden. Und der musste natürlich auch riesengroß sein, Stichwort Klaustrophobie. Und als die gemeinsame Tochter dann zur Welt kam, da war ein englischsprachiges Kindermädchen, eine professionelle Kinderbetreuerin natürlich, unerlässlich zum Wohl des Kindes. Wobei die Mutter, die Narzisstin, nachdem das Kindermädchen anfing, nur noch selten in der Nähe der Tochter gesehen wurde. Vielmehr trat sie jeden Tag eine sehr kostspielige Reise durch die Schönheitssalons der Stadt an. Mein Klient, das war ein einfühlsamer Mann, der seiner Frau keinen Wunsch abschlug. Er fungierte natürlich als Zahlmeister. Das Spiel, das ging so lange gut, bis der Mann in Zahlungsschwierigkeiten geriet und bis die Privatinsolvenz nicht mehr abzuwenden war. Und auf einmal macht ihm seine Frau schwere Vorwürfe. Auf einmal stellte sie die Ehe in Frage. Sie zog aus und sie entzog ihm die gemeinsame Tochter. Als er alles unternahm, um seine Tochter wieder zu sehen, drohte die Narzisstin damit, ihn bei der Polizei anzuzeigen. Angeblich hatte er sie geschlagen, was aber gar nicht stimmte. Ein gutmütiger Mann, der war ausgenutzt worden bis zum Gehtnichtmehr. Es war eine Situation zum Verzweifeln.
Und diese Ausgangslage, die kennen viele Männer, die an Narzisstinnen geraten sind. Sie werden ausgenutzt, sie werden manipuliert, sie werden durchgekaut und sie werden eines Tages ausgespuckt. Sie sollen lieben, aber sie werden nicht geliebt. Sie sollen geben, aber sie bekommen nichts zurück. Sie sollen Rücksicht nehmen, aber auf sie und ihre Belange, da wird keinerlei Rücksicht genommen. Und am Ende, wenn es dann endlich knallt, dann schiebt die Narzisstin ihm die ganze Schuld zu, dann erhebt sie Beschuldigungen, die oft falsch sind, und sie setzt den Entzug der Kinder oder andere Erpressungsmethoden durch und übt Druck aus. Am Ende der Beziehung, da gehen Narzisstinnen nicht mehr subtil, sondern dann gehen sie äußerst brutal ans Werk. Jetzt müssen sie sich nicht mehr verstellen und jetzt agieren sie ähnlich wie männliche Narzissten. Und hier ist nun mein 3-Schritte-Programm, das Sie vor dem weiblichen Narzissmus schützen und Ihnen Grenzen setzen erleichtern kann. Je eher Sie mit dem Programm beginnen, desto besser. Schritt 1. Stellen Sie sich jedes Mal, wenn Sie eine Frau unterstützen, nur diese eine Frage. Würde sie das umgekehrt auch für mich tun? Oder kann es sein, dass diese Frau meine Unterstützung, meine Hilfe und meine volle Aufmerksamkeit erwartet, ohne in derselben Währung zurückzuzahlen? Kann es sein, dass sie mich psychologisch in der Rolle des Dieners sieht und dorthin manipuliert? Wann immer Sie das bemerken, nehmen Sie die Beine in die Hand und laufen Sie davon. Schritt 2. Und das gilt jetzt, falls Sie schon mit einer Narzisstin befreundet oder gar zusammen sind. Setzen Sie ganz klare Grenzen. Tun Sie nichts, was nur der Narzisstin nützt, aber Ihnen selbst schadet. Nehmen Sie Ihre Bedürfnisse endlich wichtig. Fordern Sie ein Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen. Denn eine Beziehung, die heißt so, weil sich beide Partner aufeinander beziehen, statt dass nur Sie der Narzisstin emotionale und materielle Zuwendungen schenken. Schritt 3. Fordern Sie eine psychologische Manipulation ans Licht. Sagen Sie zum Beispiel: Ich habe das Gefühl, du willst mir jetzt gerade ein schlechtes Gewissen machen, denn immer wieder sprichst du dieses Thema an. Und du tust das vor allem dann, wenn du danach etwas von mir willst. Wo liegt da der Zusammenhang? Damit zeigen sie, dass sie das Spielchen durchschaut haben und nicht länger mitspielen. Und wenn sie diese 3 Schritte konsequent gehen, immer wieder gehen, dann wird es ihnen gelingen, sich von der Narzisstin zu lösen oder sie abzuschrecken. Und erst dann können Sie wieder frei aufatmen, dann können Sie Ihr Leben genießen. Sie haben einen Menschen verdient, der Sie liebt, der Sie unterstützt und der Sie wertschätzt. Und all das bringt eine Narzisstin nicht fertig. Darum ist es die falsche Wahl für Sie. Und jetzt schauen Sie gerne noch mein Video, in dem ich Ihnen die unfassbare Geschichte eines Mannes erzähle, der an eine Narzisstin geraten ist. Er kam dafür sogar ins Gefängnis. Das ist sehr, sehr spannend. Klicken Sie das Video jetzt in der Infobox und wir blenden es gleich noch zum einfachen Anklicken ein. Und am Ende, da habe ich noch ein Geschenk für Sie. Nutzen Sie mein kostenloses Videoseminar, das 3-Minuten-Geheimnis. Dort verrate ich Ihnen, wie Sie mit nur 3 Minuten Aufwand pro Tag Ihr Leben verändern, zum Beispiel im neuen Jahr. Sie erfahren, wie Sie auf spielerische Weise ab sofort erfolgreicher werden, selbstsicherer werden und endlich durchziehen, was Ihnen wirklich wichtig ist. Klicken Sie jetzt hier und nutzen Sie mein kostenloses Geschenk. Es kann Ihr Leben verändern, versprochen. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei, am besten mit Abo und Glocke. Ihr Martin Wehrle.